Grüß euch, heute koche ich Kasnocken. Die Zutaten habe ich schon vorbereitet. 350 Gramm weißes Brot in Würfel geschnitten. 300 Milliliter Milch, ich verwende jetzt Hafermilch. 300 Gramm herzhaften würzigen Käse. 2 Zwiebeln. 3 Eier. 3 Esslöffel glattes Mehl. Und dann an Gewürzen Kümmel, der sollte aber gemahlen sein. Ich habe jetzt keinen gemahlenen mehr, deshalb nehme ich den ganzen und reibe den dann im Mörser. Dann Petersilie und meine selbstgemachte Gemüsewürze. Wie ich diese Gemüsewürze zubereite, dazu gibt es ein eigenes Video. Ich gebe die Milch zu dem Weißbrot. Und lasse das jetzt ein bisschen stehen, damit das durchziehen kann. Jetzt schneide ich den Käse in kleine Würfel. Die Zwiebeln schälen und kleinschneiden. Jetzt wird die geschnittene Zwiebel in etwas Öl in der Pfanne angebraten. Den gemahlenen Kümmel gebe ich auch gleich dazu. Und einen kleinen Löffel von meiner Gemüsewürze gebe ich auch dazu. Jetzt gebe ich die angerösteten Zwiebeln zu dem Weißbrot. Ein bisschen durchmischen. Und dann gebe ich den Käse hinein. Dann die 3 Eier dazu, die ganzen Eier. Dann den Petersilie. Und das Mehl, so, das sind jetzt alle Zutaten, das Ganze wird jetzt durchgemischt. So, in einem großen Topf jetzt Wasser erhitzen, bis es so leicht köchelt, und ich habe hier meine Masse, die hat jetzt ein bisschen durchgezogen, und jetzt nehme ich mit 2 Esslöffeln, die tauche ich im heißen Wasser ein und forme jetzt einfach mit diesen 2 Löffeln diese Nockerln. Und diese Nockerln, die kommen in das Wasser und bleiben dort für ca. 10 Minuten. Jetzt reibe ich noch etwas Parmesan darüber. Und ganz zum Schluss noch etwas Petersilie. Fertig sind die Kasnocken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.